Hallo, mein Name ist Manfredo Zimmermann und ich möchte mich in diesem Tutorial einer ganz besonderen Verzierung widmen, das sogenannte Flattement, im Deutschen auch Bebung oder Fingervibrato genannt. Wenn man die Bedeutung des Wortes Flattement berücksichtigt, im Französischen bedeutet es schmeicheln, wird man die Wirkung aber auch den Einsatz dieser Verzierung besser verstehen. Im Englischen nannte man im 18. Jahrhundert dieses Ornament übrigens sweetening, was heißt, dass man den Ton süßen soll. Die Bezeichnung Fingervibrato sagt schon, dass diese Schwingung mit den Fingern ausgeführt wird und es sich dadurch von einem Atemvibrato ganz klar unterscheidet. Das Atemvibrato wird mit den Atemmuskeln, wie zum Beispiel das Zwerchfell und die Bauchmuskeln, erzeugt. Das Fingervibrato, wie der Name schon sagt, mit den Fingern. Für das Flattement braucht man natürlich offene Grifflöcher. Das bedeutet, dass hierfür vor allem historische Blasinstrumente in Frage kommen, wie zum Beispiel die Blockflöte, die Traversflöte, aber auch die Barockoboe. Alle diese Instrumente haben fast ausschließlich offene Grifflöcher. Wie wurde in den Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts das Flattement beschrieben? In den Lehrwerken von Hortateur, Corrette, Quantz und vielen anderen findet man eine übereinstimmende Aussage. Der Finger soll beim nächst offenen Griffloch eine trillerartige Bewegung machen, die aber nur einen Teil vom Loch abdeckt. Ansonsten würde man ja einen richtigen Triller hören. Alternativ kann man auch dieses erste Loch offen lassen und ein weiteres, entferntes, auswählen. Ich zeige euch einmal den Unterschied. Was genau passiert beim Flattement? Zuerst einmal wird die Tonhöhe durch das Abdecken des Loches erniedrigt. Das heißt, die Wahrnehmung der mittleren Tonhöhe wird tiefer. Und das passiert logischerweise, je mehr ich das Loch abdecke. Das bedeutet also, dass ich beim Flattement, um eine korrekte Intonation zu erhalten, immer eine Gegenmaßnahme ergreifen muss. Entweder den Blasdruck erhöhen, da das speziell bei allen Flöteninstrumenten ein Ansteigen der Tonhöhe zur Folge hat. Oder auch, wenn es technisch möglich ist, einen Intonationsausgleich vornehmen. Zum Beispiel bei der Traversflöte kann ich das Instrument ausdrehen. Hier sieht man also, dass das Flattement nicht nur eine besondere Verzierung ist, die den musikalischen Ausdruck verstärkt, sondern dass es auch ein Defizit, besonders bei der Blockflöte, kompensiert. Das Ansteigen der Tonhöhe bei verstärktem Blasdruck. Anders gesagt, mit dem Flattement kann man auf der Blockflöte auf einzelnen Tönen ein Crescendo spielen, ohne dass die Intonation darunter leiden muss. Kommen wir jetzt aber zu der technischen Ausführung. Ich sagte vorher, dass das Flattement eine trillerartige Bewegung ist. Das stimmt, aber nicht ganz. Schauen wir uns die gewünschten Eigenschaften von Triller und Flattement einmal an. Beim Triller ist es wichtig, dass die Artikulation klar und präzise ist. Wir wollen zwei Töne im Abstand von einem Ganz- oder Halbton deutlich wahrnehmen. Beim Flattement hingegen möchten wir eine Schwingung erzeugen. Das heißt, eine klar definierte Tonhöhenabgrenzung ist gar nicht erwünscht. In der folgenden Grafik kann man den Unterschied sehr gut sehen. Beim Triller sind die Kanten, also die Artikulationspunkte, sehr ausgeprägt. Beim Flattement ist alles abgerundet. Eine Schwingung soll erzeugt werden. Es darf also kein Mikrointervall-Triller entstehen. Das bedeutet in Konsequenz: Feinmotorisch müssen wir die Fingerbewegung bei beiden Verzierungen deutlich unterscheiden. Beim Triller muss die Geschwindigkeit beim Auftreffen und beim Lösen vom Griffloch hoch sein. Beim Flattement hingegen muss die Geschwindigkeit beim Auftreffen
gebremst werden und beim Lösen beschleunigt werden. Das kann man sich von der Bewegungsdynamik vorstellen wie ein Kneten der austretenden Luftsäule oder auch wie das Zusammendrücken einer Spirale. Wichtig ist, sich vor Augen zu führen, was sowohl Triller und Flattement musikalisch ausdrücken wollen. Der Triller sollte brillant, virtuos und vom Charakter eher extrovertiert wirken. Das Flattement, wie es der Name schon sagt, sollte im Gegensatz lieblich und schmeichelnd sein. Das bedeutet, dass seine Geschwindigkeit nicht zu hoch sein sollte. Meistens höre ich ein viel zu schnelles und ein dadurch nervöses Flattement. Kommen wir nun zu den zwei Hauptparametern beim Vibrato, zu dem das Flattement ja auch gehört. Amplitude und Frequenz. Die Amplitude ist der Ausschlag der Wellenbewegung, das heißt die Größe der Intonationsschwankung. Im Übrigen ist die vom Hörer wahrgenommene tatsächliche Tonhöhe immer das Mittel dieser Wellen. Die Frequenz hingegen ist die Geschwindigkeit der Schwingung, das heißt, wie häufig diese in einer bestimmten Zeitspanne auftritt. So viel einmal zu den technischen Hintergründen. Ich möchte euch nun einige Übungen zur Vorbereitung zeigen. Nehmen wir zum Beispiel den Ton, der mit der Abdeckung des ersten Griffloches entsteht. Das ist auf der Traversflöte und auf der C-Blockflöte ein H, auf der Altblockflöte entsteht ein E. Wir spielen einen langen Ton und währenddessen beginnt der linke Mittelfinger außerhalb des Lochs mit der vorhin beschriebenen Knetbewegung. Ganz langsam tastet er sich vorwärts, bis er den Rand des Lochs an der Fingerspitze spürt. Immer noch langsam tastet er sich über das Griffloch. Du wirst merken, dass sich eine immer stärker werdende Tonschwingung einstellt, je weiter der Finger vorrückt. Genieße und erlebe ganz bewusst diese Schwingung. Du solltest sie richtig physisch empfinden. Dein Trommelfell soll ebenfalls in Schwingung geraten. Dann zieht sich dein Finger langsam wieder zurück und die Schwingung wird progressiv schwächer. Du wirst sicherlich bemerkt haben, dass die Tonhöhe bei dieser Übung tiefer geworden ist. Um dieses zu vermeiden, kannst du bei der Wiederholung eine sogenannte Messa di voce machen. Dabei startest du mit einem leisen Ton und steigerst den Blasdruck bis hin zum Forte. Danach machst du ein Diminuendo bis zur Ausgangslautstärke. Wichtig ist, dass du diese Messa di voce parallel und synchron zur Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Fingers machst. Wenn du die richtige Abstimmung findest, dann bleibt die Intonation auch unverändert. Du wirst bemerkt haben, hier braucht man ein richtiges Fingerspitzengefühl. Abschließend noch die Frage, wo und wann soll man denn das Flattement einsetzen? Es gibt eine Vielzahl historischer Quellen, die darüber berichten. Hotteterre schreibt dazu, auf fast allen längeren Tönen. Das wäre aus seiner Sicht die punktierte Viertel, die halbe und die ganze Note. Immer abhängig vom Tempo natürlich. Quanz bemerkt, dass man auf langen Tönen eine Messa di voce machen sollte und dass am Höhepunkt eine Bebung, also ein Flattement, hinzugefügt werden sollte. Pierre Danican Philidor hat sogar in seinen Suiten für die Flöte die Noten bezeichnet, wo man ein Flattement machen soll. Und nicht zuletzt Johann Sebastian Bach. Er hat unter anderem im 5. Brandenburgischen Konzert ein Flattement eingefordert. Die Wellenlinien über den Noten bedeuten hier nichts anderes. Ja, das waren einige Gedanken zum Flattement. Ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen und motiviert, diese Verzierung auch praktisch anzuwenden. Und nicht vergessen, es sollte immer ein süßes Schmeicheln für den Zuhörer sein. Falls euch dieses Tutorial gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr wieder hereinschauen würdet. Im nächsten Video werde ich die barocke Doppelzunge Didel, Didel, Didel vorstellen und spezielle Übtechniken dazu vorstellen. Bleibt gesund und bis bald.